Was hältst du von Zoogeschäften wie Zoo Zayak? Ich sehe hier schon, okay, die Meinung zu Haustieren. Also, gut. Können das, ja, da kriege ich tatsächlich immer wieder die Frage. Wir bleiben mal bei den Haustieren. Freunde, also Haustiere. Wie ist meine Meinung zu Haustieren? Da muss man erstmal ganz klar unterscheiden, was ist eigentlich ein Haustier? Denn viele verwechseln das. Also, das ist so eine ganz klare Begriffssache. Es gibt Haustiere, das ist für mich zum Beispiel ein Hund oder eine Katze. Also ein Tier, was an den Menschen angepasst mit uns leben kann, zu Hause. Es gibt da einen großen Unterschied zum Beispiel zu Wildtieren. Wildtiere sind etwas völlig anderes. Die haben ganz natürliche Instinkte. Ein Tiger wäre zum Beispiel ein Wildtier, ein Fisch wäre ein Wildtier, die bleiben immer Wildtiere, es sei denn, es sind Kois. Oder auch ein Vogel bleibt immer ein Wildtier, egal wie du den Wellensittich hältst oder so, der wird immer ein Wildtier bleiben. Wildtiere, das ist klar, das sind einfach eingesperrte Tiere, die man auch zu Hause hält. Haustiere, sowas wie Hund und Katze. Und dann gibt es noch Nutztiere, wobei ich diesen Begriff total beschissen finde. Das sind dann Tiere wie Hühner, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und so weiter, die der Mensch eben nutzt. So. Also Haustiere grundsätzlich. Ich finde es okay, einen Hund zu halten. Für den menschlichen Pleasure, sag ich mal. Also, dass der ein Gefährte von uns ist, dass der in der Schule der Schulhund ist, dass der alten einsamen Menschen ein Partner ist, dass der in einer Familie, dass er eine Familie bereichert, das finde ich okay. Achtung, Obacht! Solange das ein Hund ist, wie zum Beispiel mein Hund Bina, die ja gerettet ist aus Rumänien und sonst ein Fellkragen geworden wäre, ihr kennt ja diese beschissenen Fellkrägen, und aus der Tötung kommt. Das heißt, die wäre sonst getötet worden. Und ich ermögliche diesem Hund noch ein schönes Leben. Ich wollte ganz am Anfang einen Hund haben aus der Zucht, einen Mini-Aussie, also Australian Shepherd in klein, weil ich die einfach super schön finde. Aber dann ist es ein Haustier extra für mich gezüchtet. Davon bin ich kein so großer Fan mehr. Es sitzen genug Tiere in den Tierheimen, also da einem Hund noch ein schönes Leben zu ermöglichen und der ein Gefährte werden kann aus so einer Tötungsanlage oder aus dem Tierheim, das finde ich, das sollte man sich zumindest mal überlegen. Und genauso bei einer Katze. Hunde können sehr gut mit Menschen leben. Da haben viele Menschen auch eine falsche Vorstellung, dass ein großer Hund zum Beispiel auch eine große Wohnung oder ein Haus mit Garten braucht. Das ist gar nicht unbedingt richtig, weil Hunde brauchen einfach nur Gefährtentum und genügend Auslauf. Also das heißt, man muss schon dreimal am Tag mit denen eine Runde drehen. Mache ich auch. Das ist ja für einen selber auch total gut. Aber es muss keine riesige Dogge oder so jetzt in einem 500 Quadratmeter Haus leben. Die brauchen Aufmerksamkeit, Ruhe und genügend Auslauf und eine vernünftige Ernährung. Also viel, viel Liebe vor allen Dingen. Bei einer Katze sieht das Ganze schon anders aus. Da ist ja die große Diskrepanz zwischen Freilassen, also Freigängerkatzen und nicht Freilassen. Vorsicht, jetzt, da mache ich mir immer keine Freunde. Ihr wisst es. Denn die Katze ist das Raubtier. Katzen sind ja Raubtiere, Felidae, also Katzenartige, die Tiere töten. Und zwar nicht wenig. Also die Leute, die sagen, na, meine Katze macht ja nichts. Dann hat man diesen Katzen in einer Studie aus England mal Kameras umgehängt und die haben dann 15 Vögel die Nacht platt gemacht, 5 Eidechsen und noch mehr. Das heißt, Katzen sind immer noch echte krasse Raubtiere mit den Instinkten. Wer eine Katze hat, der wird das bestätigen. Und da ist jetzt die Frage, lässt man die raus oder eben nicht? Wenn man sie rauslässt, muss man damit leben, dass sie Singvögel umbringt, seltene Eidechsen und so weiter. Und man ja noch nicht mal eine Katzensteuer zahlt, um diese Projekte dann zum Beispiel zu fördern, die diese Eidechsen zurückbringen oder die Vogelprojekte. Schwierig. In einigen Ländern verboten, Katzen freizulassen, in Deutschland nicht. Ich bin dafür, das zu verbieten. Ich bin eigentlich selten für etwas, dass man etwas verbietet. Aber tatsächlich ist die Katze, und es gibt etwa 14 Millionen Katzen in Deutschland, ein großer Faktor in Bezug aufs Artensterben. Die macht echt viele Tiere platt. Und weltweit gesehen ist die Katze das zweitschlimmste Tier in Bezug auf Artensterben, was am meisten Tiere ausrottet. Es gibt Länder, da erschlagen die Leute die Katzen einfach, oder die Christmas Islands zum Beispiel und so weiter, weil sie da eingeschleppt sind und Hauskatzen dort dafür sorgen, dass die einheimischen Tiere verschwinden. Das ist in Neuseeland und so weiter auch so. Und ja,
Super komplexes Thema. Ich habe das mal versucht, in einem Podcast darzustellen über Haustiere. Es war, glaube ich, einer meiner ersten Podcasts bei kurz vor 12. Müsst ihr mal, ich glaube, es ist sogar Folge 1 oder 2. Da müsst ihr mal reingehen, euch das mal anhören, weil das ist ein Thema, da kann man 3 Stunden drüber philosophieren und wird auch nicht jeder Antwort gerecht. Also meine Meinung zu Haustieren ist durchaus positiv, betrachtet auf Companionship für Menschen, Tiere retten aus dem Tierheim und so weiter. Auch da gibt es große Unterschiede. Der Chat schreibt das hier auch schon mit, wo kommen die Hunde her, aus welchem Ausland, unter welchen Umständen. Da gibt es auch viel Schindluder, da muss man sich sehr, sehr gut informieren. Dann noch mit dem Rauslassen, eine schwierige Nummer. Mit der Ernährung der Hunde und Katzen im veganen oder vegetarischen Stil. Auch riesen Streitthema. Eieiei, das Fass machen wir jetzt nicht noch auf. Ich möchte nur noch eins dazu sagen, dass es bei Vögeln, und ich rede jetzt von einem Kakadu zum Beispiel oder einem Papagei oder einem Wellensittich, immer so ist, dass es ein Wildtier ist und wer Vögel einsperrt, der hat auch die Welt nicht verstanden, weil Vögel müssen fliegen und wollen fliegen und leben in Schwärmen. Leute, ich habe mal einen richtigen Schwarm Budgies, also Wellensittiche in Australien gesehen und das waren, ich glaube, so um die 100.000 zusammen, die zu so einem Wasserloch kamen, um zu trinken. So leben die eigentlich, halt nicht alleine im Käfig. Das ist schon ein großer Unterschied, ne? So, das ist das Thema Haustiere. Da finde ich das okay. Ich werde ganz oft gefragt, Robert, ist meine Echse okay? Ist meine Schildkröte okay? Ist meine Spinne okay? Bei Exoten wird es schwierig bei mir. Ich bin generell dafür, Exoten lieber dort zu lassen, in ihren exotischen Lebensräumen, also da, wo sie leben. Und sie nicht unbedingt zu Hause zu haben, weil man sich daran persönlich erfreut. Ich weiß, dass es auch da bei Fröschen und bei Echsen und so weiter dazu geführt hat, dass auch seltene Arten wieder in die Natur ausgebildet werden konnten, durch Privathaltung, durch Zuchten und so weiter. Aber, Freunde, ich persönlich erfreue mich mehr an der Bartagame draußen in der Natur oder an einer Landschildkröte irgendwo in Griechenland oder an einem Erdbeerfröschchen irgendwo in Costa Rica. Das ist einfach meine Meinung zu Exoten. Ich finde, die muss man nicht unbedingt zu Hause halten, weil die ist natürlich immer für den eigenen Pleasure. Auch für die ist das niemals korrekt. So, hier kommen gerade die Fragen rein. Was halte ich von Kaninchen, Meerschweinchen und so weiter? Schwieriges Thema. Auch die sind ja, das hatte ich beinahe gesagt, Schwarmtiere. Aber die leben ja auch gerne in Gruppen. Kommt immer auch drauf an, ne? Und heute ist es so, dass einige Zuhandlungen tatsächlich schon die Tiere gar nicht mehr alleine abgeben, sondern immer nur noch zu zweit, was das Mindeste ist bei einem Tier, was ja sozial lebt in Gruppenverbänden und so weiter. Also da immer darauf achten, nicht was ist euer eigener Wille, also was möchtet ihr gerne haben, sondern wie geht's dem Tier? Was möchte das Tier gerne haben? Das finde ich irgendwie das Wichtigste, immer das Tier an erste Stelle zu stellen. Ich habe es im letzten Chat schon gesagt, haltet es da wie... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wartet. Haltet es da wie Harpe Kerkeling. Behandelt euren Hund oder euer Haustier so, dass im nächsten Leben die Rollen vertauscht sein können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da muss man einfach das Tier sehr gut behandeln und seine Ansprüche immer an die zweite Stelle stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen auch nicht verwechseln, dass es neben den Haustieren auch noch Arbeitstiere gibt, also Rückepferde, Suchhunde, die ganzen Kommando-Spezialkräfte-Hunde, K9-Units und so weiter. Das ist dann auch nochmal so eine Extra-Kategorie. Die sind so ein bisschen außerhalb von Haustieren, sind aber auch keine Wildtiere, sind aber auch keine Nutztiere. Ich würde vielleicht noch eine 4. Kategorie aufmachen, Arbeitstiere, die auch teilweise dazu gezüchtet wurden. Also ihr seht, es ist ein unfassbar krasses, komplexes Thema, bei dem auch immer wieder zum Beispiel Fische und so weiter niemals berücksichtigt werden, obwohl das ja in Deutschland das häufigste Haustier ist mit 120 Millionen Fischen alleine hier bei uns. Und übrigens weltweit auch das häufigste Haustier. Also das, über das wir uns am meisten Gedanken machen müssten, sind eigentlich die Fische jeglichster Art. Also ob Süß- oder Salzwasser. Ne? Und denkt dran, im Süßwasser kann man fast alles züchten. Im Salzwasser sind es nur etwa 1% der verkauften Tiere, die man züchten kann. Das wären zwar mehr, aber nichtsdestotrotz sind es häufig Wildfänge. Ja, Freunde, also das mit den Haustieren ist sehr, sehr komplex und hier schreiben es auch schon Leute zu Zayak mit Faultier und ähnlichen. Machen wir mal, gehen wir mal in die Reaction irgendwann. Ich weiß, dass es auf YouTube ein großes Thema ist und dass ihr euch wünscht, dass ich da mal reingehe. Ja, machen wir irgendwann mal zu gegebener Zeit. Ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Gut, so, Freunde, noch kurze Fragen zum Thema Haustiere.
Schreibt mal nur in einem Wort, was ihr für Haustiere habt. Einfach zack rein, dann interessiert mich mal, was so los ist und was so geht. Zum Thema Jagdhunde ist ja so ein Arbeitstier. Kommt denn nichts raus? Seid gespannt. Nächste Woche geht's los. Was habt ihr hier? Katze, Hund. Katze, Hund, Katze, Hund, Katze, Hund, Schildkröte, Katze, Hund, Kampffisch, Kaninchen, Obstfliegen habe ich auch. Sehr schönes Haustier. Wusstet ihr, dass Obstfliegen träumen? Geile Tiere eigentlich. Hausschwein hätte ich auch gerne. Finde ich cool, hätte Bina bestimmt gerne als Companion. Wenn es da mal eins zu retten gibt, sagt mir Bescheid. Ein Hausschwein finde ich auch cool. Sind übrigens intelligenter als Hunde. Pferde. Ich habe einen eigenen Podcast gemacht zum Thema Pferde. Oh, schwierig. Leute, ich habe schon... Ah, hat auch jemand Kakerlaken und Hauswinkelspinnen. Tegenaria atrica. Sehr gut. Ich habe hier über 200... Oder ich hatte über 200 Reptilien. Das würde ich nie wieder machen. Guter Mann oder gute Frau. Cool. Also ich habe auch genügend Haustiere, die von ganz alleine in mein Haus, a.k.a. Wohnung, kommen. Hauswinkelspinnen, Lebensmittelmotten und ähnliches. Also hier gibt es genug Tiere. Ja, also Freunde, zum Thema Reitsport nochmal. Pferde, ganz schwieriges Thema. Ich kenne mich nicht sehr, sehr gut aus, aber ich hatte schon häufig mit Pferden zu tun. Ich bin auch selber schon geritten. Ich kenne Leute, die eigene Pferde haben. Ich habe schon Wildpferde gefilmt. Das war etwas ganz, ganz Besonderes für mich. Und den Unterschied zu sehen zwischen Wildpferd, Reitpferd, Rückepferd, also Arbeitspferd, der ist enorm. Und für mich, und das kommt auch im Podcast über Reitsport rüber, ist, glaube ich, das Thema nicht abgeschlossen. Ich bin aber nicht dafür, Tiere zu reiten. Ob jetzt Elefant oder Pferd. Und da gehen die Meinungen echt 50-50 auseinander. Die einen sagen, das ist super, die sind dafür gezüchtet und das ist alles cool und dies und das. Und die anderen sagen, ich war früher Reiterin und jetzt kann ich das nicht mehr verantworten. Ich reite meine Pferde nicht mehr. Ist ein Thema, da könnten wir uns hier dumm und dämlich schwatzen, Haustiere. Also, nochmal Zusammenfassung. Grundsätzlich bin ich nicht gegen Haustiere. Es kommt auf die Art und Weise der Haustiere an. Es kommt darauf an, wie man sie hält, unter welchen Umständen sie zu einem gekommen sind. Ich bin generell gegen Exotenhaltung, also gegen Schlangen, Spinnen, Pinguine, Tiger, Löwen und ähnliches. Und nochmal den Unterschied zu machen auch zu Arbeits- und Nutztieren, wobei ich auch die Begriffe nicht gerne mag, weil das ein ganz anderes, komplexes Thema ist. Ja, Fragen, Freunde. Haben wir noch Fragen zu Haustieren? Was sage ich bei Ratten? Ich habe die letzten Tage, das darf ich überhaupt nicht erzählen, habe ich Ratten gerettet. Die waren eingesperrt und eingeklemmt durch zu hohes Wasser in so einer Rohranlage, wo so ein Gitter drüber liegt. Und dann habe ich das Gitter einfach rausgerissen und habe die Ratten freigelassen. Habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Also was sage ich zu Ratten? Ich mag Ratten. Ratten sind cool irgendwie. Intelligent, Überlebenskünstler mag ich schon sehr. Selber halten zu Hause, boah, weiß ich nicht. Meinung zum Imkern. Ja, einige halten auch Bienen als Haustiere. Mein Kumpel Flo, wer ihn kennt von Submaris, hat auch Bienen, macht auch demnächst seinen eigenen Honig. Honig esse ich gerne, würde ich mir reinziehen. Aber die haben gesagt, die stechen nicht. Und die beiden, wo die stehen bei uns in Kiel in der Firma. Zack, beide, die mir das gesagt haben, wurden gestochen. Ich bin vorsichtig. Ich habe aber auch einige Insektenhotels draußen, da sind auch Wildbienen drin. Und ich habe natürlich, mein Balkon ist voller krasser Pflanzen, die das ganze Jahr blühen. Und da habe ich quasi auch Insektenhaustiere ohne Ende. Hühner für die Selbstversorgung. Finde ich, glaube ich, okay. Also ich kenne viele Leute, die Hühner zu Hause halten als Haustier, Nutztier, Arbeitstier, wie auch immer. Von dem man die Eier essen kann. Richtig behandelt, in der richtigen Umgebung, richtig gepflegt, komme ich, glaube ich, damit klar. Axolotl als Haustier. Also ihr kennt den, ne? Den kleinen Axolotl. Sehr, sehr krasses Tier, hat Kiemen. Auch im Erwachsenenstadium ist ein sehr besonderes Tier. Dem kann man theoretisch das Bein abschneiden und es wächst nach. Ich bin gegen Axolotl-Haltung. So süß die auch sind, aber es ist ein wildes Tier. More Than Honey auf Netflix. Seitdem esse ich keinen Honig mehr. Ja, ich habe den Film auch gesehen. Unbedingt mal schauen. Ich esse trotzdem noch Honig. Wenn ich weiß, wo er herkommt.
Python. Na, ich mag ja Schlangen. Ihr werdet in Zukunft von mir noch einiges zu Schlangen sehen, aber ich mag die tatsächlich in der freien Natur. Ich mag die nicht zu Hause. So, Thema Haustiere. Glaube ich abgeschlossen. Meine Meinung ist, glaube ich, klar geworden. Oder? Gibt es dazu noch Fragen oder Unklarheiten? Was sage ich zu Ameisenfarmen? Staatenbildende Organismen. Die meisten Leute, die ich kenne, die Ameisenfarmen zu Hause haben, das sind meistens Kinder zwischen 8 und 12. Die finden die am Anfang super spannend und dann wird Zuckerlösung und dies und das und dann soll dann Staat draus entstehen und nach einer Woche sind 6 von 12 Ameisen tot und es ist auch schon wieder langweilig. Das ist die Ameisenfarmgeschichten, die ich kenne. Was hältst du von Zoogeschäften wie Zoo Zayak? Wo man super viele Exoten kaufen kann aus dem Ausland? Ich verstehe die Frage nicht, was ich davon halte. Das wisst ihr doch. Gut. Freunde, okay. Thema Haustiere, glaube ich, geklärt. Freunde, holt euch ein Haustier, rettet es aus dem Tierheim, ob Katze, Hund oder Meerschwein. Gebt den Leben, nochmal, gebt den Tieren in Not eine Chance und ich sage euch, die werden es euch danken. Und wer so unbedingt gerne einen Rassehund haben möchte, beschäftigt euch vorher mit dem Thema. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Wie bei allen Themen eigentlich. So. Gut.